Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zum Webinar Gute und schlechte Lautsprecher von AudioPro. Mein Name ist Carsten Peter, ich bin hier im Hause verantwortlich seit über 25 Jahren für den Bereich JBL und somit auch für die professionellen Lautsprecher von JBL. Heute wollen wir uns ein bisschen beschäftigen mit eben guten und schlechten Lautsprechern. Wir werden hier keine konkreten Typenempfehlungen aussprechen, aber wir werden uns ein bisschen anschauen, was steckt denn so dahinter? Was zeichnet denn einen guten Lautsprecher aus? Auf welche Parameter gilt es denn zu achten? Was können wir da mitnehmen? Was ist ein Frequenzgang? Wie definiert sich das? Was sind Verzerrungen? Auf was ist zu achten? Was kann ein guter Lautsprecher? Was kann ein schlechter Lautsprecher vielleicht? All das werden wir heute in den nächsten 45, ja, 50 Minuten werden wir besprechen. An meiner Seite ist der Volker Holtmeier, der stellt sich gleich selbst noch vor. Der wird das dann uns ja, wie immer kompetent erläutern. Zuvor aber noch zwei, drei administrative Dinge. Wir machen hier alles live. Das heißt, sollte es technische Probleme geben, was wir nicht hoffen, aber einfach in der Leitung bleiben oder wenn ihr rausfliegt, einfach nochmal neu einloggen und wir machen also auf alle Fälle dann weiter. Ich hatte es eben in den Chatbereich schon reingeschrieben. Im Chatbereich bitte keine Fragen stellen, sondern Fragen im Bereich F und A stellen. Diese Fragen könnt ihr auch gerne schon während des Webinars stellen. Wir werden sie aber erst am Ende beantworten. Und wenn sich während des Webinars die Fragen, ja, schon ergeben bzw. schon beantwortet werden, klar, brauchen wir am Ende nicht mehr explizit drauf eingehen. Was häufig auch immer nachgefragt wird, ob diese Webinare irgendwo später nochmal zu sehen sind. Ja, das sind sie. Wir werden die sowohl bei uns auf der Homepage bei audiopro.de wie auch auf unserem YouTube-Kanal AudioPro Heilbronn werden wir sie online stellen. Also da könnt ihr sie euch nochmal anschließend anschauen, wenn jetzt irgendwas vielleicht ein bisschen zu schnell gegangen ist. Gut, das wäre es soweit von meiner Seite. Dann übergebe ich an meinen Kollegen, den Volker Holtmeier. Volker, leg los. Ja, danke, Carsten. Gute und schlechte Lautsprecher. Ich darf mich erstmal selber vorstellen. Mein Name ist Volker Holtmeier. Ich bin Applikationsingenieur bei AudioPro seit ja, fast 18 Jahren und arbeite dort in der System- und Projektgruppe im Wesentlichen. Dort beschäftigen wir uns also mit dem Support unserer Kunden für alle Marken, also für alle Brands, die wir vertreten. Wir haben ja die komplette Bandbreite vom Mikrofon bis zum Lautsprecher und alles dazwischen. Und um die Lautsprecher, da geht es heute darum, und zwar um gute und schlechte Lautsprecher, beziehungsweise um Lautsprecherkenndaten. Das klingt so langweilig, deswegen haben wir das Seminar gute und schlechte Lautsprecher genannt. Aber ich möchte bei den jeweiligen Daten oder bei dem, was wir gleich sehen, immer wieder darauf hinweisen, ein guter Lautsprecher würde das vielleicht so machen, den erkennt man daran, ein schlechter Lautsprecher, der entlarvt sich vielleicht in diesem oder einem Punkt. Da möchte ich zwischendrin dann immer noch mal darauf hinweisen, dass wir dann vielleicht mit dem Wissen, das wir heute erlangen, gute von schlechten Lautsprechern oder geeignet von weniger geeigneten Lautsprechern unterscheiden können. Der Fahrplan, den wir so haben für die nächsten 45 Minuten, ist, dass wir uns verschiedene Datenblätter anschauen. Ich habe so drei, vier Datenblätter rausgesucht, die wir uns dann exemplarisch einfach mal angucken und uns darum so ein bisschen entlanghangeln und uns die verschiedenen Kenndaten eines Lautsprechers einmal anschauen, als da wären der Frequenzgang zunächst mal. Dann das räumliche Abstrahlverhalten des Lautsprechers und dann die Belastbarkeit oder Leistung des Lautsprechers. Wir gehen dann auf Verzerrungen ein und zum Schluss schauen wir uns nochmal die Impedanz an, was die denn aussagt, was man damit dann überhaupt anfangen kann. Das ist so der Fahrplan. Ja, steigen wir mal ein mit einem Datenblatt. Ich habe hier mal eins rausgesucht. Das ist so ein Lautsprecher, ein Portable-Lautsprecher heißt es dann bei JBL für den Musiker oder MI-Bereich, sagt man ja auch. Das sieht so aus. Da gibt es eine erste Seite. Hier sieht man die zweite Seite. Das ist quasi so ein, also ich zoome da gleich ein bisschen rein, dann kann man das ein bisschen besser erkennen, aber dass wir den Überblick haben. Das ist quasi so ein typisches Datenblatt, wie sich das so als de facto Standard eigentlich rauskristallisiert hat und sieht bei vielen Herstellern auch sehr ähnlich aus. Das heißt, wir haben irgendwo ein Produktbild, oben natürlich ganz groß den Namen drüber, Hersteller. Es gibt dann meist irgendwie im oberen Bereich ein Produktbild, das man sofort sehen kann, aha, was könnten das für ein Lautsprecher sein? Es gibt hier so ein paar Key Features dann, also die wesentlichen Merkmale, die diesen Lautsprecher ausmachen. Dann gibt es hier so ein bisschen Fließtext, was dann bei einem Installationslautsprecher im Wesentlichen
Der Ausschreibungstext ist der Einleitungstext und dann kommen hier diese Specs, die dann bei einem LV, zoomen wir mal rein, eben auch auftauchen und die werden wir uns ja gleich im Einzelnen einmal anschauen und auch intensiv die Fußnoten, die dazu gehören, weil diese Daten, die kommen ja irgendwo her und das ist natürlich kompromissbehaftet, wenn ich einfach nur einzelne Zahlen da aufschreibe. Aussagekräftiger ist es natürlich, wenn ich solche Diagramme da habe. In den allermeisten Datenblättern ist dann zumindest mal so ein Frequenzgang irgendwie dargestellt. Interessant ist es aber auch, ein bisschen näher zu erfahren, wie der Lautsprecher dann eigentlich in seinen räumlichen Abstrahleigenschaften sich verhält. Und meist ist dann der Lautsprecher nochmal irgendwie mit seinen mechanischen Ausmaßen nochmal dargestellt. Hier gibt es noch einen Hinweis darauf, dass es halt eine passive Frequenzweiche gibt und wie die dann nun verschaltet ist. Sonic Guard, da kann ich eben nochmal darauf hinweisen, das haben die günstigeren Lautsprecher, sage ich mal, von JBL als Lautsprecherschutz, als Hochtonschutz drin. Das ist so eine Soffitte, sagt man dazu. Ist im Grunde genommen eine Glühlampe. Das heißt, wenn der Strom, der da durchfließt, also wenn wir den Lautsprecher quasi überlasten, dann sinkt der Widerstand von so einer Glühlampe. Man nennt das auch PTC, positiver Temperaturkoeffizient, Positive Temperature Coefficient. Und damit sinkt dann der Strom. Das heißt, wenn der Widerstand hochgeht von dieser Lampe, sinkt der Strom und damit eben auch der Strom, der durch den Hochtöner fließt. Und das ist so eine Notbremse gewissermaßen, um den Lautsprecher einfach zu schützen. So, dann schauen wir uns die Specs mal an. Los geht es hier mit zwei Angaben zum Frequenzgang, nennt man das ja gemeinhin, Frequency Range und Frequency Response. Oder fangen wir vielleicht als allererstes mal tatsächlich mit den Key Features an, die wir oben finden. Da sehen wir also, aha, das ist offensichtlich ein Zweiweglautsprecher mit einem 15 Zoll Tieftöner und einem 1 Zoll Hochtöner. Was bedeutet 1 Zoll Hochtöner? Da geht das nämlich schon los, dass wir eventuell Äpfel mit Birnen vergleichen. Weil 1 Zoll Hochtöner kann sich einmal beziehen auf die Hörnöffnung des Lautsprechers, des Compression Drivers oder auf die Membran. Also so sieht ein Kompressionstreiber, also hier ist das Hochtonhorn und hinten drauf sitzt so ein Kompressionstreiber ja in der Regel. Und da kann man einmal unterscheiden, ist diese Hornöffnung in diesem Fall jetzt, also bei diesem Kompressionstreiber ist es eine 2 Zoll Hornöffnung, aber bei dem Lautsprecher, den wir gerade gesehen haben, ist dann diese 1 Zoll bezieht die sich auf die Hornöffnung, auf den Flansch hier vorne oder auf die Membran. Das hier ist die eigentliche Lautsprechermembran, das Diaphragma, sagt man, das ist ja so konkav eingebaut und strahlt hier in so Schallkanäle ein, so ein Faceplug ist das. Es wird also komprimiert, der ganze Schall, und tritt dann hier in das Horn ein. Und da muss man halt unterscheiden. Meint man mit 1 Zoll die Hornöffnung oder ist mit 1 Zoll der Schwingspulendurchmesser, der Diaphragma-Durchmesser gemeint? Deswegen muss man da einfach mal genau hinschauen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Das hier ist ein relativ alter Lautsprecher von JBL. Da gab es noch 2 Zoll Lautsprecher bei JBL. Im augenblicklichen Portfolio ist die größte Größe, die es bei der Hornöffnung gibt, von JBL 1,5 Zoll bzw. 1,4 Zoll. Man hat halt einfach über die Zeit gelernt, dass 2 Zoll Hornöffnungen kompromissbehaftet sind. Da gibt es dann einige Verzerrungen und auch Reflexionen, die hier stattfinden, sind viel kritischer, wenn ich eine große Hornöffnung habe. Deswegen gibt es aktuell keinen 2 Zoll Hochtöner mehr, sondern 1,5 Zoll oder eben entsprechend kleinere. Das einmal vorweg, wenn wir uns einmal anschauen, was bedeutet denn 1 Zoll Hochtöner? Ist damit die Hornöffnung gemeint oder der Durchmesser der Membran bzw. der Schwingspule? Dann gibt es hier Aussagen zum Horn, also 90 mal 50 Grad strahlt das wohl ab. Und einige Hinweise zur Mechanik, was für einen Lack wir da haben, wie stark das Holz ist und dass wir da einen Hochstellerflansch haben, der mit zwei Winkeln arbeitet. Aber zurück zum Frequenzgang. Was bedeutet jetzt Frequency Range und Frequency Response? Also so ein Bildchen von einem Frequenzgang, das kennen die meisten sicherlich, das sieht dann irgendwie so aus. Und das nennt man üblicherweise Frequenzgang. Es wird aber hier unterschieden zwischen Frequency Range und Frequency Response. Im Deutschen würde man Frequency Response tatsächlich mit Frequenzgang übersetzen und in deutschen Datenblättern findet man häufig den Begriff Frequenzbereich,
wie es hier im Englischen mit Frequency Range angegeben ist, der Wert ist dann mit minus 10 dB angegeben. Und auch da ist dann natürlich immens wichtig, dass man da auch nicht wieder Äpfel mit Birnen vergleicht, dass diese Toleranzen immer exakt so auch angegeben sind, wenn man das mit einem anderen Lautsprecher vergleichen möchte. Also üblicherweise sind halt plus minus 3. Da zieht man also gewissermaßen einen Toleranzschlauch über meinen Frequenzgang. Und da, wo der Pegel bei plus minus 3 halt rausläuft, in der Regel nach unten hin, da ist dann jeweils die Eckfrequenz erreicht und diese beiden Werte werden dann eben aufgeschrieben. Bei der Frequency Range ist es dann so, dass man sich den minus 10 dB-Punkt anschaut. Und das ist in der Regel natürlich im Tieftonbereich wesentlich interessanter als im Hochtonbereich. Da spielt das dann nicht mehr so eine Rolle. Da kann so ein Lautsprecher deutlich höher arbeiten als im, zu tieferen Frequenzen hin. Das heißt, da brauche ich ein großes Gehäuse, eventuell ein Bassreflexprinzip, um überhaupt noch sehr tiefe Frequenzen abstrahlen zu können. Und da unterscheiden sich dann die Lautsprecher schon immens, ob sie also Full-Range-Tauglichkeiten haben, ob sie dann auch mal ohne Subwoofer betrieben werden können oder ob das eben nicht funktioniert. Das kann man eben sehr schön erkennen an der Frequency Range, minus 10 dB, da läuft dann also wirklich nichts mehr und da sollte man den Lautsprecher auch nicht mehr betreiben unter dieser Frequenz. Das, weil die allermeisten Lautsprecher sind sogenannte Bassreflex-Lautsprecher, die haben eine sogenannte Tuning-Frequenz und unter dieser Tuning-Frequenz darf man den Lautsprecher nicht belasten, weil dort kein Schall mehr umgesetzt wird, sondern die ganze Leistung, die man reinsteckt, nur in ja, heiße Luft sozusagen übertragen wird. Es wäre sehr wichtig, dass man eben so einen Lautsprecher mit einem sogenannten Hochpass betreibt, also die tiefen Frequenzen daneben abschneidet, dass wir den Lautsprecher da nicht zu stark stressen. So, das ist jetzt also der Frequenzgang, sagt man im Allgemeinen, man meint aber eigentlich den Amplitudenfrequenzgang, weil zu diesem Amplitudenfrequenzgang gehört auch immer ein sogenannter Phasenfrequenzgang. Der findet in Datenblättern eigentlich fast nie statt. Bei Messungen ist es durchaus mal interessant, sich den Phasengang anzuschauen. Da kann es Anomalien geben und das, wenn das zu stark ausgeprägt ist, deutet das vielleicht darauf hin, dass der Tieftöner und der Hochtöner nicht optimal aufeinander abgestimmt sind, dass es dort also Laufzeitunterschiede gibt. Das könnte man eben sehr gut auch dann im Phasenverlauf erkennen, wenn man den dann eben hat. Und man kann eben auch erkennen, dass das Ganze hier ein Bassreflex-Lautsprecher ist und das entsprechende Hochpassverhalten zeigt sich hier halt in der doppelten Phasendrehung. Um diese Darstellung einfach mal ganz einfach zu erklären, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, es geht dann auch ein bisschen in die Messtechnik hinein, aber das hier ist ja kein Sprung, sondern es geht hier im Grunde genommen einfach weiter. Das kann man sich so vorstellen, als wenn das eine Klorolle wäre, die man einmal aufdreht. Das heißt, eigentlich ist das so eine Spirale, die man auf so einer Klorollenoberfläche zeichnet. Und wenn man die dann irgendwo auseinanderschneidet und auffaltet, dann ergibt sich eben ein solcher Verlauf, das ist also kein Sprung hier, sondern ein kontinuierlicher Verlauf, wo sich die Phase halt zu tiefen Frequenzen immer mehr dreht. Was noch zusammen dazugehört zum Frequenzgang, zum Amplitudenfrequenzgang, ist so ein Zerfallspektrum oder Wasserfalldiagramm, sagt man auch. Das wurde früher häufig benutzt. Heutzutage benutzt man häufiger ein sogenanntes Spektrogramm, was von der Darstellung her eigentlich ziemlich ähnlich ist. Aber was man an so einem Wasserfalldiagramm sehr gut erkennen kann, sind so Resonanzen, die man hier vielleicht sieht. Das ist im Originalfrequenzgang, der im Datenblatt vielleicht abgebildet ist, vielleicht gar nicht zu erkennen. Da haben wir einfach nur einen Einbruch. Aber hier in so einem Zerfallspektrum können wir halt erkennen, wo dieser Einbruch dann herrührt. Und zwar von einer Resonanz, die sich dann eben im Frequenzgang auf Achse zum Zeitpunkt 0 als Loch im Frequenzgang darstellt. So etwas kann man dann eben mit so einem Zerfallspektrum oder Wasserfalldiagramm sehr schön sehen oder auch in so einem Spektrogramm, sagt man das, oder Wavelet. Das ist im Grunde genommen so ein Wasserfalldiagramm von oben betrachtet und die Höhen sind jetzt hier eben farblich als Wert dargestellt. Da kann man eben solche Nachschwinger auch sehr, sehr schön erkennen. Das heißt also hier zum Zeitpunkt 0, das ist dieser Frequenzgang, den wir hier sehen und das ist der Frequenzgang, der im Datenblatt abgedruckt ist. Aber hier sehen wir dann den zeitlichen Verlauf, wie tatsächlich die einzelnen Frequenzen über die Zeit ausschwingen. Im Tieftonbereich gibt es üblicherweise solche sehr langen Nachschwinger und im Hoch- und Mitteltonbereich sollte das Ganze hier möglichst schnell auslaufen, ohne irgendwelche hörbaren Resonanzen.
So, und wie kommt man jetzt zu solchen Daten und wie kann man überhaupt das komplette Abstrahlverhalten von einem Lautsprecher erfassen? Und das wird dann üblicherweise in einem reflexionsarmen Raum gemacht. Schalltoderraum wird üblicherweise so gemeinhin umgangssprachlich auch gesagt. Natürlich ist er nicht schalltot, er ist halt reflexionsarm und hat natürlich noch Reflexionen im Tieftonbereich. Das ist einfach so, aber zu höheren und höheren Frequenzen hin ist er halt reflexionsfrei oder annähernd reflexionsfrei. Man kann dort zwischen Vollräumen und Halbräumen unterscheiden. Das hier ist ein sogenannter Halbraum, der hat also einen Granitboden mit Granitfliesen. Es gibt also auch reflexionsarme Räume, die haben ja ein Gitter, so etwa auf der Höhe, ein Drittel von der Höhe, ein Gitter eingezogen und darunter sind dann nochmal wieder diese Keile. Da kann man dann wirklich in alle Richtungen reflexionsfrei messen. Kann man in diesem Raum natürlich nicht. Da kann man aber einen Trick machen. Man kann das Messmikrofon einfach auf den Boden legen. Es gibt dann natürlich eine Reflexion über den Boden. Also neben dem Direktschall haben wir noch die Reflexion über den Boden. Aber die ist ja zeitlich gewissermaßen genauso früh da wie der Direktschall. Es gibt also keinen zeitlichen Unterschied, von daher auch keine destruktive Interferenz. Und dann braucht man einfach nur 6 dB abziehen durch den doppelten Schalldruckpegel und kann dann quasi reflexionsfrei messen. Das passiert dann in der Regel auch so. Manchmal stellt man den Lautsprecher auf einen Drehteller, kann dann einmal horizontal um den Lautsprecher herum messen. Wenn man den Lautsprecher dann hinlegt, um 90 Grad gedreht, kann man quasi vertikal um den Lautsprecher herum messen. Etwas komfortabler und global um den Lautsprecher herum geht das mit so einem Arm hier. Ja, das ist übrigens im ITA in Aachen, dieser Raum. Und dort kann man das dann so machen, das kann man hier erkennen. Die Achse ist leicht geneigt und in 8 Meter Entfernung liegt also das Messmikrofon auf dem Boden. Das heißt, der Lautsprecher dreht sich einmal horizontal, er rotiert dann um 5 Grad oder mittlerweile heutzutage auch schon in 2 oder 1 Grad Schritten. Dann wird ein weiterer Umlauf gemacht und es entsteht dann ein kompletter Datenballon, sodass ich den Lautsprecher rundherum einmal vermessen kann. Um das nochmal zu zeigen, also auf Achse wird zunächst mal gemessen, dann rotiert der Lautsprecher in 1 oder 5 Grad Schritten einmal rundherum, dreht er sich einmal rundherum, dann rotiert er um 5 Grad und macht die nächste Bahn. Und wenn man das so fortführt, dann hat man irgendwann, wie gesagt, den Datenballon. Das heißt, es gibt dann eine ganze Matrix an Daten. Das schaut dann eben so aus, dass wir in 5 Grad Schritten oder wie gesagt auch manchmal sogar in 2 oder 1 Grad Schritten um den Lautsprecher rundherum messen. Und wenn wir diese Daten dann grafisch darstellen, kann man das in so einem sogenannten Ballondiagramm machen. Also mit Abstand zum Punkt hin ist das zum Beispiel hier dargestellt, der Pegel. Zusätzlich ist das Ganze noch eingefärbt, also je weiter nach außen, desto mehr tendiert das hier gegen Rot. Um das noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, das Ganze nennt sich dann eben Datenballon. Und da kann man dann Werte, die im Datenblatt zu finden sind, ablesen. Nämlich hier zum Beispiel die 90 mal 50 Grad. Nominell steht dahinter. Coverage Pattern, im Deutschen sagt man Abstrahlwinkel oder auch Öffnungswinkel, wird manchmal gesagt. Das beschreibt das. Das heißt, der Lautsprecher strahlt horizontal mit 90 Grad ab und vertikal mit 50 Grad. In diesem Ballon können wir jetzt aber erkennen, naja, das macht er aber nicht messerscharf, sondern er schneidet nicht bei 90 Grad komplett stumpf ab, sondern macht das natürlich bei der sogenannten no bei dem nominellen Abstrahlwinkel. Das kann man vielleicht am besten erkennen, wenn man sich mal so ein Polardiagramm anschaut. Das sind also die Messwerte, die man einmal rundherum auf einer von diesen Kreisbahnen gemessen hat. Das kennt man, diese Darstellung kennt man vielleicht auch von Mikrofonen her, wenn man sich da so die Nierencharakteristik anschaut. Ganz genau ist es hier auch zu sehen. Das heißt, wir haben eine Hauptabstrahlachse und nach außen hin wird der Pegel natürlich geringer. Und auf der anderen Seite, wenn der Lautsprecher sich herumgedreht hat, kommt der Pegel natürlich wieder. Und da kann man den sogenannten nominellen Abstrahlwinkel ablesen. Das ist nämlich der Pegel, wo der Pegel gegenüber der Hauptabstrahlachse um 6 dB abgefallen ist. Das heißt, einmal hier nach rechts, eine Division sind hier 6 dB und einmal nach links nochmal 6 dB. Und dazwischen liegt der sogenannte nominelle Abstrahlwinkel. Also jetzt in diesem Beispiel 40 Grad oder bei dem Datenblatt, was wir gerade gesehen haben, vertikal zum Beispiel 50 Grad.
Diesen nominellen Abstrahlwinkel, den kann man auch nutzen, ganz praktisch im Einsatz, wenn man nämlich die Lautsprecher ausrichtet, vertikal ausrichtet. Häufig sieht man das, dass Lautsprecher viel zu stark geneigt sind, wenn sie sehr hoch hängen. Optimal wäre es nämlich, dass man den Lautsprecher mit seiner Hauptabstrahlachse so etwa auf den hintersten Zuhörer zielen lässt. Oder so zumindest ins hintere Drittel. Weil was passiert da? Der Pegel eines normalen Lautsprechers nimmt ja mit 6 dB pro Entfernungsverdoppelung ab. Und wenn hier vorne ein Zuhörer ist, der nur die halbe Entfernung zum Lautsprecher hat, aber natürlich unter einem anderen Winkel den Lautsprecher sieht als der Mensch hier hinten, dann erfährt er unter Umständen genau 6 dB weniger Pegel als dieser hier. Und wenn der 6 dB weniger Pegel kriegt, aber nur die Hälfte der Strecke von der Entfernung des hinteren Zuhörers hat, dann gleicht sich der Pegel wieder aus, weil er ist näher dran, das würde 6 dB mehr bedeuten, aber unter einem bestimmten Winkel, das bedeutet dann eben wieder 6 dB weniger. Und somit kann man es dann erreichen, dass man mit einem ganz gewöhnlichen Lautsprecher, mit einem ganz gewöhnlichen CD-Horn eben gleichmäßig beschallen kann. Es bedarf dort also nicht unbedingt eines Zeilenlautsprechers oder gar eines Line Arrays, um auf gewissen Distanzen gleichmäßig zu beschallen. Bis 20, 25 Metern kann man das eigentlich relativ gut auch, wenn man einen großen Lautsprecher so entsprechend ausrichtet, eben auch mit einem gewöhnlichen Lautsprecher machen. Dort braucht es kein Line Array. Und wenn man viele von diesen Polardiagrammen aufreiht, dann kommt man zur sogenannten Beamwidth-Darstellung. Das sind nämlich die ganzen minus 6 dB-Punkte, einfach mal aufgereiht über die Frequenz. Und da kann man jetzt gewissermaßen den Abstrahlwinkel ablesen. Das heißt, da wo diese ganzen minus 6 dB-Punkte sind, da kann man also sich gedacht eine Linie oder eine Tangente dranlegen in etwa. Nach unten hin klappt das natürlich nicht mehr so gut, weil der Lautsprecher da klein gegenüber den Frequenzen ist und von daher keine Bündelung mehr stattfinden kann. Also man kann sich so als Daumenwert merken, eine signifikante Bündelung findet erst statt, wo die schallabstrahlende Fläche im Bereich der Wellenlänge liegt. Die Wellenlänge im Tiefturmbereich ist ja einige Meter groß und erst so im Mittelturmbereich sind so einige Dezimeter und das ist eben die Breite von dem Lautsprecher. Und deswegen fängt das eigentlich signifikant erst so im Mittelturmbereich an, dann wirklich diese 90 oder 50 Grad zu erreichen. Etwas aussagekräftiger wie diese Beamwidth-Darstellung sind die sogenannten isobaren Darstellungen. Das kann man sich so vorstellen, als wenn das die Werte aus ganz, ganz vielen Polardiagrammen sind. Das heißt, wenn ich die Polardiagramme nehme und quasi so auseinanderdrücke, als Werte aufreihen würde, dann ergibt sich ein sogenanntes isobaren Diagramm. Also isobare sind Linien gleichen Wertes, gleichen Pegels. Das kennen wir vielleicht aus der Wetterkarte. Dort gibt es auch die isobaren Darstellungen. Das sind dann immer die Punkte gleichen Luftdruckes. Hier sind es die Punkte gleichen Schalldruckpegels. Und da kann man eben sehen, da wo der Pegel übergeht von dem gelben in den orangefarbenen Bereich, da ist dieser minus 6 dB-Punkt. Also im Grunde genommen ist das hier die gepunktete Linie, die wir eben gesehen haben in der Beamwidth-Darstellung. Und da kann man eben so eine Linie durchziehen und hier auch und der Winkel dazwischen, hier etwa 90 Grad, das ist dann der sogenannte nominelle Abstrahlwinkel, der wie gesagt nicht für alle Frequenzen gleich gilt. Aber ein guter Lautsprecher, da sind wir bei dem Punkt, macht das natürlich besonders gut für alle Frequenzen und auch möglichst weit herunter. Und ein eher ungeeigneter oder schlechterer Lautsprecher, der macht das dann vielleicht nicht so gut. Der hat dann hier so Ausreißer. Gerade bei Line Arrays horizontal kann man es gut mal beobachten, dass es hier so Nebenmaxima gibt oder vertikal gibt es dann hier so Nebengrate. Das deutet dann eben darauf hin, dass das Design des Lautsprechers eben nicht ganz so gut gelungen ist. So, und im Tiefturmbereich kann man erkennen, ja, strahlt fast jeder gewöhnliche Lautsprecher eher kugelförmig ab. Das ist einfach so, weil dort die Wellenlänge groß gegenüber den Ausmaßen des Lautsprechers sind. So, und so ein Isobarendiagramm gibt es natürlich immer vertikal und horizontal, also hier links horizontal dargestellt. Und das Interessante ist bei solchen isobaren Darstellungen eigentlich immer die vertikale Darstellung. Das kann man hier sehr gut erkennen.
Da findet also der Übergang vom Tieftöner zum Hochtöner statt, ist also offensichtlich ein Zweiweg-Lautsprecher. Und jeder Pappe, jeder Konus-Lautsprecher hat eigentlich die Eigenschaft, zu höheren Frequenzen immer stärker zu bündeln. Das ist einfach so eine Quelle mit einer gewissen Ausdehnung, hat die Eigenschaft, zu höheren Frequenzen immer stärker zu bündeln. Das macht also auch ein ganz normaler Konus-Lautsprecher, ein ganz normales Lautsprecher-Chassis. Und irgendwann setzt dann eben der Hochtöner ein und erreicht dann die nominelle Abstrahlung. Und da, wo dann beide Quellen gleichzeitig arbeiten, also der Tieftöner und der Hochtöner, da bündelt das Ganze dann in der Regel natürlich. Das kann man ganz oft eben in solchen vertikalen Isobaren erkennen, wo eben genau der Übergang vom Tieftöner zum Hochtöner ist. Das beschreibt also unser Abstrahlverhalten des Lautsprechers. Dort ist der nominelle Abstrahlwinkel angegeben, also die Punkte, wo der Pegel gegenüber der Hauptabstrahlachse um 90 Grad abgeklungen ist. Natürlich gilt das nicht für alle Frequenzen, haben wir eben gesehen. Vor allem im Tieftonbereich kann der Lautsprecher sowas einfach nicht liefern. So, was gibt es noch für Angaben hier? Wir haben hier die Angabe, dass es ein passives Crossover gibt, also eine Frequenzweiche, eine passive Frequenzweiche, dass also die Frequenzaufteilung zwischen Tieftöner und Hochtöner im Lautsprecher passiert. Es gibt natürlich auch Lautsprecher, da habe ich auch ein Beispiel hier. Das ist ein Installationslautsprecher, ich habe noch einen anderen hier. Der wird zum Beispiel komplett Zweiweg aktiv gefahren, das sagt man dann ja gerne. Das heißt, der hat keine passive Frequenzweiche drin. Dort brauche ich also zwei Endstufenkanäle, um den Tieftöner und den Hochtöner entsprechend zu versorgen. So, dieser Lautsprecher, den wir gerade betrachtet haben, der hat aber eine passive Frequenzweiche drin und die Trendfrequenz liegt bei 2,2 kHz. Das könnte man sich dann eventuell auch, wenn sie angegeben wären, aber das ist in so einem Datenblatt leider eben nicht üblich, in den vertikalen Isobaren sich anschauen. So, und dann gibt es Angaben zum Power Rating. Im Deutschen sagt man Belastbarkeit oder die Leistung. Das nochmal zur Begriffserklärung. Der Lautsprecher hat keine Leistung, ist ja passiv, wie wir gerade gesehen haben, sondern man spricht dort in der Regel von Belastbarkeit. Man sagt immer gemeinhin Leistung oder so, aber man spricht gemeint ist natürlich die Belastbarkeit des Lautsprechers. Das heißt, ich lege eine Spannung an und da fließt ein Strom durch den Lautsprecher und dadurch entsteht natürlich eine Leistung. Und eine entsprechende Belastbarkeit. So, hier haben wir eine Fußnote, die 2, die können wir uns einmal anschauen. Da steht IEC Standard Full Bandwidth Pink Noise with 6 dB Crest Factor for Specified Period. Also, für eine spezielle Zeitdauer wird also ein besonderes Testsignal verwandt, nämlich nach dem IEC-Verfahren. Ein Pink Noise, ein rosa Rauschen über die komplette Bandbreite mit einem Crest-Faktor von 6 dB. So, was bedeutet das jetzt? Also, diese Angaben müssen da irgendwo herkommen. Das heißt, wie gesagt, Leistung können wir so ohne weiteres nicht messen. Wir können Strom messen und wir können Spannung messen. Und da das hier der maximale Pegel sein soll, steht nämlich, das ist ganz wichtig, einmal Continuous, Program und Peak. Und in seriösen Datenblättern sind auch immer genau diese drei Werte angegeben. Continuous wird manchmal RMS genannt, Root Mean Square, das heißt also der Mittelwert, die Dauerleistung, im Deutschen könnte man auch Dauerleistung sagen, oder eben Continuous, andauernd. Dann gibt es den Peak-Wert oder den Spitzenwert, das sind Werte, die eigentlich immer angegeben werden müssen. Und dazwischen gibt es dann den sogenannten Program-Wert. Und die sind in der Regel immer im Verhältnis von 1 zu 2 zu 4. Das heißt, die Peak-Leistung ist viermal so hoch wie die Continuous- oder RMS-Leistung. Das liegt einfach an diesen 6 dB von dem Crest-Faktor. Da müssen wir eben mal erklären, was Crest-Faktor ist. Das heißt, das Messsignal wurde eben beschrieben. Pink Noise mit einem Crest-Faktor von 6 dB. Ein Crest-Faktor bedeutet, das ist das Verhältnis vom Spitzenpegel zum Durchschnittspegel, also Root Mean Square, der Mittelwert, und das ins Verhältnis gesetzt zum Spitzenpegel. Das ist der sogenannte Crest-Faktor und der beträgt eben 6 dB. Und somit ist es dann eben auch so, dass
wir hier die 6 dB quasi wiederfinden, also mit der Leistung dann eben das Vierfache der Leistung 6 dB, der Unterschied von 300 zu 1200 Watt. So, und dazwischen liegt jetzt eben die Programmbelastbarkeit und die kann man eben sehr gut hernehmen, um sie herzunehmen für die Leistung der Endstufe, die wir dort anschließen. Ist ja oft die Frage, jetzt habe ich hier die Leistungsangaben, welchen Wert nehme ich denn da jetzt, um die Größe meiner Endstufe zu bestimmen? Und zwar kann man da eben sehr gut diesen 600, den Programmwert nehmen, die 600 Watt in diesem Falle, weil wir dort eine gewisse Dynamik dann noch haben, die der Lautsprecher völlig verkraftet. Man könnte ja sagen, naja, der darf ja nur mit 300 Watt belastet werden, wäre dann eine 600 Watt Endstufe nicht zu groß für den Lautsprecher. Da kann man einfach generell sagen, eine vermeintlich höhere Leistung der Endstufe ist weniger schädlich für den Lautsprecher als eine zu kleine Endstufe. Das liegt einfach daran, dass ein Lautsprecher sehr kurze dynamische Pegelsprünge relativ gut verkraften kann. Was er aber nicht verkraften kann, sind Verzerrungen. Das heißt, wenn ich die Endstufe überfahre, mit einem verzerrten Signal vielleicht schon in die Endstufe reingehe, dann gibt die eben entsprechend das verzerrte Signal wieder auf den Lautsprecher und das wäre fatal. Oder wenn die Endstufe an sich selber klippt, dann macht sie ja auch ein verzerrtes Signal. Das wären dann vielleicht nur diese 300 Watt, aber eben völlig verzerrt. Und das kann der Lautsprecher eben nicht gut haben. Dann wird er zu warm und dadurch eben zerstört. Das heißt, tendenziell wird die Endstufenleistung überdimensioniert. Das kann man, wie gesagt, gut machen, weil der Lautsprecher das gut verträgt und das wäre dann eben der Programmwert. So, und wie kommt man jetzt überhaupt auf diese ganzen Leistungswerte? Hier steht noch was von 2 Stunden. Das Ganze, und das wird zum Beispiel bei JBL auch tatsächlich so gemacht in Northwich. Ich bin da in diesem Raum hier letztes Jahr mal drin gewesen. Das ist fürchterlich laut. Man kriegt dort also auch Gehörschutz auf, wenn man da reingeht. Man muss durch 2, insgesamt sogar 3 Türen reingehen, wenn man in diesen Raum möchte. Und dort werden also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Lautsprecher getestet. Und zwar auf ihre Belastbarkeit. Das heißt, hier werden gewissermaßen die Leistungswerte erzeugt, die dann nachher im Datenblatt stehen. Und da stand ja, dass der Lautsprecher über 2 Stunden dieses IEC Standardsignal eben verkraften muss. Und da schauen wir uns das Signal nochmal an, wie das aussieht. Es sollte einen Crestfaktor von 6 dB haben, haben wir gesehen. Und es ist ein wenig bandbegrenzt vom Pegel her. Und zwar sieht das Ganze dann eben so aus, in Pink dargestellt hier. Pink, also lila ist Pink Noise. Und das hier ist das IEC Signal in grün dargestellt, das fällt eben so mit etwa 3 dB pro Oktave ungefähr bei 1 kHz ab und geht dann, glaube ich, mit 24 dB so etwa bei 8 kHz oder so geht das dann in den Keller. Das heißt, also wir haben dort ein sogenanntes Tiefpassverhalten, das heißt, höhere Frequenzen werden weniger stark berücksichtigt und das entspricht auch ziemlich genau dem, wie sich Musik darstellt. Das heißt, wenn wir Musik mit einem Realtime-Analyzer laufen lassen würden und den auf unendlich einstellen, dann pegelt der sich irgendwann auf ein gewisses Bild ein. Das Bild stellt sich eben so dar, dass höhere Frequenzen weniger ausgeprägt sind und die tieferen Frequenzen eben stärker. Und dieses versucht man dann eben in dem Testsignal natürlich nachzubilden, weil man in den meisten Fällen Musik überträgt und dieses Spektrum dann eben nachbilden möchte. Ja, und wie äußert sich das jetzt, die Belastbarkeit überhaupt? Wieso, was passiert denn da überhaupt, wenn ich so einen Lautsprecher mit Strom besticke und eventuell überlaste? Das kann man hier mal sehen in so einem Schnitt von einem ganz gewöhnlichen Lautsprecher mit einem Ferritmagneten. Da haben wir hier so den Anschluss, die Anschlussdrähte und da sehen wir schon, dass auf diesem sogenannten Spulenträger die Spule aufgewickelt ist und die ist vom Querschnitt her wesentlich geringer als die Zuleitung. Da haben wir vielleicht 2,5 Quadrat oder gar 4 Quadrat. Und der Querschnitt von dieser Leitung ist natürlich wesentlich geringer. Da kann man sich auch sehr leicht vorstellen, wenn hier ein Strom durchfließt, dann wird das irgendwann einmal warm. Und diese Hitze, diese Wärme, die muss abgeführt werden. Ansonsten passiert Folgendes, was im nächsten Bildchen passiert ist, dass eben zu viel Strom durch die Spule fließt und ja, die Spule dann regelrecht verbrennt. Entweder der Spulenkleber löst sich auf, es gibt dann einen Kurzschluss. Oder das Ganze bläht sich auf und kratzt dann eben und
ja, wird dann irgendwann fest. Das heißt, der Spulenträger bewegt sich dann nicht mehr im Spulenspalt. Das wäre also eine thermische Zerstörung des Lautsprechers. Es kann aber auch eine mechanische Zerstörung geben. Das ist mal so ein Hochtondiaphragma, was einfach zu stark belastet ist und ist dann einfach kaputt gegangen. Auch das kann passieren. Also es gibt zwei Arten, warum ein Lautsprecher sterben kann, gewissermaßen. Einmal thermisch und einmal mechanisch. Und deswegen sollte man so einen Lautsprecher auch mit zwei verschiedenen Limitern schützen. Einmal einen thermischen Limiter, der sich auf den RMS-Wert bezieht. Und einmal ein Peak-Limiter, der vor mechanischer Zerstörung schützt, und der kann dann eben mit der Peak-Leistung entsprechend berechnet werden. So, wir schauen uns unser Datenblatt an. Leistung haben wir gesehen, immer in drei Werten darstellen: RMS oder Continuous Program und Peak. Das ist eine seriöse Darstellung und es sollte auch angegeben werden, mit welchem Signal gemessen wurde. Und für die Dimensionierung der Endstufe kann ich die Programmbelastbarkeit hernehmen. So entsteht hier Maximum SPL, also SPL steht für Sound Pressure Level, also ein Schalldruckpegel. Der maximale Schalldruckpegel ist hier angegeben mit 122 dB Continuous und 128 dB SPL Peak. Da stecken also 6 dB hinter drin. Und das ist exakt das Verhältnis von 100 Watt zu. Sprechen 6 dB höher, weil hier wieder 6 dB zwischenstecken. Das ist wieder eine Fußnote, da schauen wir uns an, wie heißt denn die Fußnote? Calculated based on power rating and sensitivity. Muss ich gerade mal gucken. Genau. Power Rating, calculated based on Power Rating und Sensitivity. Was bedeutet das? Also, die Power Rating haben wir uns eben angeschaut: 300 Watt, 600 Watt, 1200 Watt, einmal den RMS-Wert und einmal den Peak-Wert. Und mit der Sensitivity, was ist denn die Sensitivity? Das ist der nächste Wert, also die Empfindlichkeit at 1 Watt und einem Meter. Das heißt, da messen wir den Pegel bei einem Watt. Korrekterweise müsste man sagen, bei 2,83 Volt. Jetzt muss ich eben mal fragen, Carsten, bist du noch da? Ja, ne? Ja, Alles klar, natürlich. ich hatte gerade irgendwie so eine merkwürdige Anzeige, dass mein Internet wieder weg wäre. Ich habe gerade so einen Ja, Riesenschrecken gekriegt, das hat mir gerade so ein bisschen rausgebracht. Alles klar, wir du machen hast weiter. an, kurz hat mal der Ton gehangen und das Bild, Ja. aber es ist alles in Huch, ist Ordnung. wieder das Mach Herz in die einfach, Hose gerutscht. Alles klar. mach ganz normal weiter. Passt schon. Okay. Also, die Sensitivity, wo kommt die her? Im Deutschen sagt man Empfindlichkeit. Das ist also der Schalldruckpegel, der theoretisch in einem Meter passiert. Wir haben eben gesehen, gemessen wird üblicherweise in 8 Metern. Das hat den Sinn, dass man dann sehr einfach rückrechnen kann mit den 6 dB Schritten pro Entfernungsverdoppelung. Also 8 Meter, 4 Meter, 6 dB mehr, 2 Meter nochmal 6 dB mehr und in 1 Meter nochmal 6 dB mehr. Also 3 mal 6 dB aufaddieren zu dem Wert, den man in 8 Metern misst. Und da kommt man dann auf die sogenannte Sensitivity. Das ist der Schalldruckpegel, der, wenn im Lautsprecher 1 Watt umgesetzt wird, in einem Meter umgerechnet dann eben empfangen wird. Korrekterweise müsste da oder besser müsste da vielleicht stehen 2,83 Volt at 8 Ohm, weil diese Leistung können wir ja nicht messen. Wir können Strom messen und eine Spannung messen. Wir haben den Widerstand des Lautsprechers, der hier eben angegeben ist mit 8 Ohm. Und können damit dann eben eine Spannung ausrechnen und die ist, wenn 1 Watt umgesetzt wird, wäre das eben 2,83 Ohm. Aber das üblicherweise wird 1 Watt at 1 Meter dargestellt und das wäre eben eine Sensitivity von 98 dB. So, und jetzt können wir einfach mal ausrechnen, wie sich das dann verhält, wenn wir eben nicht 1 Watt auf den Lautsprecher draufgeben, sondern 300 Watt. Da können wir mal so ein kleines Beispiel machen. Wir haben nämlich hier den Lautsprecher A, der soll mal 300 Watt haben oder der soll belastbar sein mit 300 Watt. Peak in diesem Fall eine Sensitivity von 98 dB, 1 Watt, 1 Meter. Und es gibt einen zweiten Lautsprecher, Lautsprecher B, der hat eine, soll eine Belastbarkeit von 800 Watt haben
und eine Sensitivity, eine Empfindlichkeit von 91 dB. Jetzt müssen wir also ausrechnen, wir wollen den nicht mit einem Watt belasten, sondern ja mit der Peakleistung, mit 300 Watt. Wie viel macht dann das aus, wenn wir den nicht mit 1 Watt, sondern mit 300 Watt belasten? Das heißt, wir müssen für die 300 Watt einen Faktor finden und das kann man mit dB ganz gut machen. Wir setzen also die 300 Watt ins Verhältnis zu 1 Watt und daraus dann den Logarithmus mal 10. 10 mal Logarithmus 300 zu 1 steht da gewissermaßen. Das bedeutet also 300 Watt mehr sind 25 dB. Wenn wir die dann eben addieren zu unseren 98 Watt, dann kriegen wir raus, dass er maximal einen Pegel erzeugen kann von 123 dB. Und beim Lautsprecher B verhält sich das eben, dass wir da schauen müssen, was machen denn diese 800 Watt aus gegenüber 1 Watt. Das sind dann eben 10 mal Logarithmus 800 zu 1. Und das ist dann eben ein Verhältnis von 29 dB. Die addieren wir zu unserer Sensitivity von 91 dB plus 29 dB, ergibt eben ein maximaler Pegel von 120 dB. Und jetzt sehen wir hier, der Lautsprecher, der vermeintlich die größere Leistung hat, der größer belastbar ist, ist tatsächlich aber leiser als der Lautsprecher, der die geringere Belastbarkeit hat. Und das liegt eben an der Sensitivity. Und da wieder der Hinweis, wie kann ich einen guten Lautsprecher von einem schlechten unterscheiden? Wenn für mich eben gut ist, dass ich einen hohen Pegel erzeugen will, dann müsste ich darauf achten, dass der Lautsprecher nicht nur hoch belastbar ist, sondern was viel, viel wichtiger ist, ist die sogenannte Sensitivity, nämlich die Empfindlichkeit des Lautsprechers. Die ist tatsächlich letztendlich dafür verantwortlich, wie laut der Lautsprecher ist. Weil wenn wir uns vorstellen, wenn wir hier 3 dB mehr Sensitivity erreichen, würde das bei der Leistung bedeuten, dass wir dort die doppelte Leistung einsetzen müssen. Das heißt, die 3 dB sind genau die 3 dB, die wir da wiederfinden. Deswegen ist eben nicht nur die Belastbarkeit des Lautsprechers wichtig, sondern eben auch die Sensitivity. So, was haben wir noch für Darstellungen, Angaben? Wir haben Angaben, was für Treiber drin sind. JBL ist ja ein Lautsprecherhersteller, also stellt die Treiber, also die Wandler selber da, selber her, klar. Und bei der Leistung ist vielleicht noch zu erwähnen, dass bei einem Lautsprecher ja Verzerrungen entstehen. Das kennen wir, wenn wir einen Lautsprecher sehr laut machen, irgendwann klingt es nicht mehr schön. Und das kann man eigentlich sehr, sehr gut beziffern. Und zwar in den sogenannten Total Harmonic Distortion, sagt man dazu. Das heißt, in solchen Darstellungen kann man also messen, wenn man einen Sinuston, also einen einzelnen Ton, ein einzelnes Signal auf den Lautsprecher gibt, und er dann verzerrt, dann gibt er nicht nur diesen Sinuston wieder, sondern vielfache, also gradzahlige und oder ungradzahlige Vielfache von diesem Sinuston, den wir draufgeben, gibt der Lautsprecher auch wieder. Das sind die sogenannten Verzerrungen und die kann man messen und die kann man zu einem gewissen Grad zulassen und das kann man als Diagramm darstellen. Das sind die sogenannten Maximalpegeldarstellungen. Wenn man damit nicht sehr vertraut ist, könnte man das vielleicht mit einem Frequenzgang, mit einem ganz normalen Amplitudenfrequenzgang verwechseln. Das würde hier weitestgehend schlimm aussehen. Aber das ist keine Frequenzgangdarstellung, keine Amplitudenfrequenzgangdarstellung, sondern ich will eben mal erklären. Bei dieser Messung der Verzerrungen über der Frequenz werden ganz kurze Sinusbursts auf den Lautsprecher gegeben, von einem Bruchteil von einer Sekunde. Und die werden immer lauter gemacht. Und gleichzeitig werden die Verzerrungen gemessen. Und zwar hier blau dargestellt für 3% und für 10%. Bei einem Studio-Lautsprecher würde man vielleicht auch mal 1% aufnehmen. Aber 3% ist das, was man so gerade so wahrnehmen kann. Ist natürlich auch abhängig von dem Signal. Bei einer Klaviersonate werden 3% deutlich auffallen. Bei einem komprimierten Rock-Pop-Stück werden 3% vermutlich noch nicht auffallen. Aber so prinzipiell sind 3% Verzerrungen das, was man so in etwa wahrnimmt. Und 10% sind dann schon sehr deutlich und eigentlich nicht mehr akzeptabel. Das sind also zwei praxisgerechte Werte, die man hier einfach aufnehmen kann. Das heißt, der Pegel wird also kontinuierlich bei der entsprechenden, in dem entsprechenden Frequenzband lauter gemacht. Und wenn die Verzerrungen die 3% erreicht haben, wird hier ein Strich gemacht, sozusagen. Und dann wird der Pegel noch lauter gefahren. Und wenn wir dann die 10% erreicht haben, wird auch wieder ein Strich gemacht. Jetzt könnte man natürlich sagen, da wo die zusammenliegen, es können ja nicht gleichzeitig 10 und gleichzeitig 3% Verzerrungen sein. Da hat in diesem Falle offensichtlich der Limiter auch schon eingegriffen. Im Hochtonbereich hat der Limiter hier offensichtlich noch nicht so stark gearbeitet. Da konnte man den Lautsprecher, den Hochtöner
eben noch entsprechend lauter fahren. Aber das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Darstellung, die wirklich gut wiedergibt, wie laut der Lautsprecher dann wirklich arbeiten kann. Das kann man nicht so gut an der Leistung erkennen, haben wir gerade gesehen. Die Sensitivity ist auch nur bedingt ein Wert. Und wenn wir das kombinieren und dadurch einen Spitzenpegel errechnen, dann kann der Lautsprecher zwar Pegel erzeugen, die so laut sind, die sind aber unter Umständen dann völlig verzerrt. Und deswegen kann man hier den tatsächlichen eigentlichen Nutzpegel wirklich ablesen, der dann in diesem Falle hier im Mitteltonbereich so etwa um die 120 dB liegt, obwohl wir rechnerisch bei diesem Lautsprecher vielleicht 130, 135 dB errechnen könnten. So, was haben wir noch in unserem Datenblatt? Wir haben zu guter Letzt, bevor diese ganzen mechanischen Dinge kommen, da wollen wir jetzt mal nicht drauf eingehen, da soll es mal nicht drum gehen in diesem Webinar. Da haben wir zu guter Letzt dann die nominelle Impedanz. Und nominell bedeutet hier auch wieder den Namen nach. Und zwar hat der Lautsprecher für verschiedene Frequenzen unterschiedlichen Widerstand. Also die Impedanz ist der Widerstand, der frequenzabhängige Widerstand. Und der sieht bei einem gewöhnlichen Lautsprecher mit einem Bassreflexprinzip, sieht er genau so aus, dass wir zweimal hier so Resonanzen haben und wir haben ein Resonanzminimum. Und da ist es eben so definiert, dass der Pegel, ja, der, die Impedanz 20% niedriger sein darf als die nominell angegebene, der nominell angegebene Wert. Das heißt, ein 8 Ohm Lautsprecher, da würde ich mit einem Effektivwert, einem Gleichstrommessgerät, so Werte von etwa 6,4, 6,5 Ohm messen. Und der ist dann eben nominell ein 8 Ohm Lautsprecher. 8 Ohm ist so der typische Wert, den wir haben bei professionellen Lautsprechern. Manchmal gibt es 4 Ohm, gerade im K-HiFi-Bereich ist 4 Ohm gerne genommen. Einige Lautsprecher haben 16 Ohm, manchmal gibt es auch 12 Ohm. Aber das müsste ich eigentlich nur berücksichtigen, wenn ich Lautsprecher parallel schalte. Dafür wäre das eben interessant und dass ich dann, wenn ich zum Beispiel im Brückenbetrieb eine Endstufe betreibe, dass ich die Endstufe damit eben nicht überlaste, wenn ich dann mehrere als einen 8 Ohm Lautsprecher damit treibe. Ansonsten ist diese Angabe völlig genügend, die 8 Ohm. Ich brauche mir so einen Impedanzverlauf eigentlich in der Regel nicht anschauen. Ja, das waren so die Datenblätter. Wir können uns mal eben andere Datenblätter anschauen. Wie gesagt, wir haben hier diesen etwas höherwertigen professionellen Lautsprecher nochmal gesehen. Da sieht das Ganze exakt genauso aus. Wir haben auch wieder die Frequency Range, die Frequency Response, also Frequenzbereich minus 10 dB, Frequenzgang plus minus 3 dB. Wir haben wieder den Öffnungswinkel angegeben mit 90 mal 50 Grad. Die Belastbarkeit haben wir hier auch wieder mit dem Dauerwert und dem Peakwert und eben entsprechend dann dazwischen der Programmwert, den man sich ja dann ausrechnen kann, weil das das Verhältnis 1 zu 2 zu 4 ist. Wir haben damit errechnet dann eben den maximalen Level. Da will ich eben noch drauf eingehen, hier steht Free Field und Half Space. Da unterscheiden sich die Werte dann nämlich. Da kann man auch wieder Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man nämlich eine Halbraummessung mit einer sogenannten Vollraummessung vergleicht. Vollraum bedeutet, dass wir quasi unter Freifeldbedingungen messen und Half Space bedeutet, dass der Lautsprecher auf einer Begrenzungsfläche steht. Und gerade bei Subwoofern macht sich das dann eben sehr, sehr deutlich bemerkbar, dass der Pegel da einfach 6 dB höher ist, weil wir haben eben die Reflexion vom Boden, das heißt, wir haben nicht nur Direktschall, sondern die Reflexion, die quasi genauso groß ist wie der Direktschall und der Pegel ist dann gleich mal 6 dB höher. Das wird also gerne mal benutzt, dass eben nur die Half-Space-Angabe angegeben wird und nicht die Full-Space, weil die einfach mal 6 dB höher ist. Ja, ansonsten ist hier wieder dargestellt, welche Treiber drin sind und welche Impedanz die dann entsprechend haben. Wir haben hier nochmal ein anderes Beispiel von einem Portable-Lautsprecher aus dem MI- oder Rental-Bereich wäre das dann schon. Und das sieht genauso aus. Da geht es dann mit dem Maximalpegel los in diesem Falle, aber ansonsten auch wieder Frequenzbereich, Frequenzgang, Power Rating wieder mit unseren Werten Peak, Program und Continuous und die Leistung ist ja angegeben und welche Treiber drin sind und die nominellen Abstrahlwinkel. Also wir sehen, es gibt so ein quasi de facto Standard, wie Datenblätter aussehen und wir haben jetzt so einen kleinen Eindruck bekommen,
wo die Daten herkommen, wie man sie bewerten kann. Und wenn dann hier nur noch einige Zahlen auftauchen, wo die dann überhaupt herkommen und wie die miteinander verglichen werden. Das heißt, wir haben uns die Datenblätter angeschaut, Frequenzgang haben wir uns angeschaut, das räumliche Abstrahlverhalten, was das bedeutet, nominelle Abstrahlwinkel und was wir damit anfangen können. Wir haben uns die Belastbarkeit des Lautsprechers angeschaut, dass dort immer drei Werte wichtig sind, oder zumindest der Continuous RMS-Wert und der Peak-Wert, und dass die Programmbelastbarkeit, die genau dazwischen liegt, eben genutzt werden kann für die Dimensionierung der Endstufe. Wir haben uns angeschaut, dass es natürlich auch wichtig ist, die Verzerrungen zu betrachten. Das findet aktuell in Datenblättern nicht statt oder sehr wenig. Dort sind aber diese Messungen der Verzerrungen eigentlich sehr, sehr passend. Und wir haben uns angeschaut, wie die Impedanz von einem Lautsprecher ausschaut. Ja, Carsten, gibt es denn soweit Fragen? Ja, Volker, erstmal vielen Dank für deine Ausführungen soweit. Ja, es gibt Fragen. Können wir am besten mal gleich loslegen. Und zwar zum Thema Abstrahlverhalten. Wie interpretiert man das Abstrahlverhalten? Wann machen welche Abstrahlverhalten Sinn? Kann man pauschal sagen, dass eine engere Abstrahlung weiter trägt als ein breites Abstrahlverhalten? Ja, das sagt man so gemeinhin, ne? Und wenn man sich die Grafik anschaut, wo ich ja gesagt habe, dass man einen Lautsprecher sinnvollerweise so ausrichtet, dass er auf den hintersten Zuhörer trifft, dann kann ich mit einem engen Winkel natürlich weiter werfen, weiter schießen, als mit einem breiten vertikalen Öffnungswinkel. Das kann man sagen. Horizontal, also man kann prinzipiell sagen, je enger der Öffnungswinkel, desto lauter der Lautsprecher. Das ist tendenziell so. Kann man sich so vorstellen wie eine Lampe oder Taschenlampe. Wenn ich die fokussiere, dann wird es da auch heller auf Achse sozusagen, aber der Abstrahlbereich ist kleiner. Und wenn ich die Lampe wieder breiter stelle, dann leuchtet sie zwar breiter, aber wird insgesamt ein bisschen dunkler, obwohl ja immer noch die gleiche Lichtquelle da dran hängt. Genauso ist es beim Lautsprecher aus, auch immer der gleiche Kompressionstreiber, engeres Horn, dann wird der Lautsprecher lauter und kann damit gewissermaßen auch weiter werfen. Ja, irgendwann muss ich dann, wenn der Öffnungswinkel vielleicht zu klein ist, ein Cluster bauen oder mir überlegen, vielleicht doch ein Line-Array einzusetzen, was dann wieder horizontal breiter abstrahlt. Gut, vielen Dank dafür. Eine kleine Ergänzung von meiner Seite vielleicht noch zum Thema Abstrahlverhalten. Es zeichnet natürlich gerade einen guten Lautsprecher aus, wenn er innerhalb seines definierten Abstrahlverhaltens möglichst gleich klingt. Also das heißt, dass die Frequenzen alle gleichmäßig wiedergegeben werden innerhalb seines Abstrahlbereichs. Genau, und das will ich vielleicht noch ergänzen, auch darüber hinaus. Das heißt, ein sehr guter Lautsprecher kann natürlich auch außerhalb von diesem plus minus 6 dB einen vernünftigen Frequenzgang darstellen, dass es dort gleichmäßig abfällt und nicht nur tiefe Frequenzen nach außen hin wiedergegeben werden, sondern ein gleichmäßiger Pegelverlauf ist, ne? Klar. Genau. So, dann haben wir hier eine sehr interessante Frage zum Thema Belastbarkeit. Angenommen, man weiß nicht, mit wie viel Watt ein Lautsprecher belastbar ist, kann man anhand von einigen anderen Daten, wie zum Beispiel Impedanz, Membrandurchmesser, Hub, Anschlussdimensionierung oder so ähnlich, grob die Belastbarkeit berechnen. Nee, also berechnen gar nicht, abschätzen vielleicht, aber auch nur, wenn man sich das Chassis anschaut. Aber messen kann man es nicht. Nee, deswegen gibt es ja diesen Raum bei JBL, dass dort die Lautsprecher tatsächlich getestet werden. Und das kann man wirklich nur im Versuch ausprobieren, wie viel Strom, weil ja, das ist ja abhängig davon, wie gut die Wärme abgeleitet wird vom Chassis, und das lässt sich so ohne weiteres nicht messen oder berechnen. Das kann man einfach nur ausprobieren. Okay, ist klar. Wäre schön, wenn es so eine Formel gäbe, aber ist uns auf alle Fälle nicht bekannt. Gut, dann haben wir noch eine Frage zum Thema Limiter. Warum kann man nicht einen zweiten Limiter einbauen, um die Höhen getrennt zu regulieren oder getrennt zu schützen? Ja. Das heißt, da einfach einen zweiten Limiter einsetzen. Absolut richtig. Sollte man auch tun. Das heißt, wenn man den Lautsprecher zweiweg aktiv ansteuert, kann man es tatsächlich machen, dass man den Hochtöner vom Limiter her anders einstellt wie den Tieftöner. Sollte man unbedingt machen. Bei einem passiven Lautsprecher wird es natürlich schwierig. Natürlich kann ich davor auch irgendwie mein Frequenzband aufteilen, zwei Limiter verwenden, das Signal wieder zusammenmischen und habe dann damit ja quasi zwei Limiter für verschiedene Frequenzbereiche mir erzeugt. Ist bei einem passiven Lautsprecher natürlich schwierig, das zu erzielen, aber bei aktiven Lautsprechern wird das so gemacht, ja. Ergänzend noch von meiner Seite auch da,
die Lautsprecher-Settings, die JBL für alle aktiven Lautsprecher zur Verfügung stellt, die haben natürlich dann auch alle getrennte Limiter-Einstellungen für Hochton, Mittelton, Tiefton, einfach um der Komponente entsprechend genaue Parameter festlegen zu können. Genau, also aktiv, um das eben zu sagen, also nicht self-powered Lautsprecher, sondern Lautsprecher, die mit zwei Endstufen für Hochtöne und Tieftöne angesteuert werden, weil das manchmal zu Verwirrungen führt, was denn aktiv heißt. Gut, das waren die drei Fragen, die bisher gepostet wurden. Wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, wären wir eigentlich durch mit dem Thema. Von meiner Seite sei vielleicht noch kurz darauf hingewiesen, ganz konkrete Modellbezeichnungen für gute oder schlechte Lautsprecher können wir natürlich an der Stelle nicht aussprechen, das wäre nicht seriös. Dazu muss man immer die genaue Applikation sich anschauen, wie der Lautsprecher verwendet werden soll und eben da in die Details einsteigen. Das machen wir sehr gerne für euch. Das heißt, wenn ihr eine konkrete Beschallungsproblematik habt, wo ihr Lautsprecher versucht, kontaktiert uns und dann beraten wir euch gerne und geben euch auch ganz konkrete Tipps, welche Lautsprecher am meisten Sinn machen. So, ansonsten wäre es das von unserer Seite. Wir sind mit dem Webinar jetzt eigentlich durch. Vielen Dank für das Interesse, vielen Dank für die Teilnahme und wir sehen uns dann bei den nächsten Webinaren wieder. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, seht ihr hier eingeblendet unsere Kontaktdaten mit Telefonnummer. Ansonsten, ja, viel Spaß, bei den nächsten Webinaren.